Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Wollen wir loslegen? Ja! Ich habe sogar ganz professionell meinen Timer dabei. Geil! Servus und hallo zu Diablo 2 Lord of Destruction. Und mit mir dabei der Simon. Hallo! Aka Raven Through the Night, aka Cool Raven. Simon Mansa, einfach geil. Es sollte eigene Charaktere für mich geben in gewissen Spielen. Gewissen Spielen. Wo man nachher grauer Stars killen kann, damit man seine Sehkraft einschränkt, damit man nicht zu mächtig wird. So Sachen. Das wäre was. Das ist ein rotes Tuch gerade für mich. Oh ja, stimmt. Ja. Die ist heilbar. Sei froh. So Augenoperationen und sowas. Von daher wechseln wir das Thema auf Diablo 2, wo wir bei Quest 6 stehen geblieben sind. Oh Gott, 6, das ist ja das nächste rote Tuch. Ja. Wieso? Wieso immer nur wir? Reden wir drüber. Na, und wir sollen jetzt eben nach Andariels Unterschlupf Ausschau halten. Oh Gott, so heißt meine Ex-Freundin. Oh mein. Andariel. Ah, und ja, wir sind da gerade bei einem geilen Gebiet, wo meine Skelette durch Wände angreifen können. Was bedeutet das? Es bedeutet, bei der Wand, da gibt es teilweise bei gewissen Dungeons versteckte Türen, nämlich diese Wand, die schiebt es dann nach hinten. Da kann man da reinrennen. Und ich bin nicht dabei. Das war jetzt gerade mal Zufall, weil ich falsch abgebogen bin. Und ja, da drin gibt es aber meistens nichts Gewaltiges. Es ist zwar nett, dass sowas gibt, aber da sind halt ein paar Schatztruhen drin, in dem Fall ein paar Gegner. Und das war's. Da hat's wieder geblinkt, das hat vielleicht der Simon auch wieder gehört. Nein, in dem Fall nicht, wenn ich meinen Ingame-Sound habe, also wenn irgendwas passiert, dann höre ich selber nichts mehr. Okay. Ich höre das nur, wenn bei mir die absolute Stille herrscht im Zimmer. Gespenster? Weil ich schon so lange keine Freundin mehr habe. Da waren gerade Gespenster, die werden später auch noch ein bisschen nervtötend. Der war so gerade noch Mana-Entzug. Im Akt 2. Ja, das Mana-Entzug und dass die halt so überall herum, überall hinfliegen können. Keine Kollision, die können einfach. Ja. Man kann doch sie hindurchsehen. Wie es die Mitmenschen mit mir machen, weil sie mich nicht wahrnehmen. Ey, ich schon so lange keinen Sex mehr hatte. Da geht's in Level 2 runter, aber suchen wir noch einen Wegpunkt. Ja, ich mach dann ein ACB. Dann können wir uns schnell zurück teleportieren mit dem Wegpunkt und dann wieder daher teleportieren. Das sind die Tricks der Wahrheit. Sehr mitdenkend. Respekt! Bist denn du da oben? Wie geht's zu dir? Und ja, es ist unfassbar. Wir sind mittlerweile schon Level 17. Ich bin 17,5 sogar. Und obwohl du so clever bist, hast du keine Freundin? Wie kommt das denn? Das ist jetzt. Es schmerzt schon sehr. Und ja, wir werden vermutlich sogar Level 18 vor Andariel. Das ist immer ein sehr, sehr hohes Level eigentlich für die gute Andariel. Die Level 18 Skills hat man normal nicht. Ist jetzt nicht so, dass die übertrieben stark sein, die Level 18 Fähigkeiten, aber sind schon recht geil, wenn man sie dann hat. Normalerweise ist man, ich glaube, bei Andariel ist man normalerweise 14 oder 15, glaube ich. Das sieht jetzt gar nicht auswendig. Aber jetzt, kann gut sein. Jetzt ist so im Kopf, also sie haben irgendwie an den Erfahrungen irgendwie rumgeschraubt, die Leute von Blizzard. Und da ist der Wegpunkt. Soll ich dir ein Portal machen? Na warte, ich bin eh in der Nähe, passt gut. Wie bist du denn da hingerannt? Da. Dammit, ich wollte es gerade austesten, wie ich Portale nochmal machen kann. Ah, ich glaube, das muss ich auf eine F3-Taste setzen am besten. Ja, oder wenn du das Buch hast, rechtsklick einfach aufs Buch machen. Ja, da muss ich das Portal, das Inventar öffnen. Ja. Wie unkomfortabel ist denn das, bitte? Teleportierst du dich über mein Portal zurück oder laufst du? Das ist eine gute Idee. Ich komme zu dir.
Ja, ihr habt nur gute Ideen. Warte, ich möchte zuerst noch identifizieren. Mein Bier. Man der geht 3 Meter und schon hat man wieder kommen. Dutzende Sachen. Übrigens, das Schild, was ihr letztes Mal aufgehalten habt, mit 2 Socken, glaube ich, verkauft. Ich habe jetzt offscreen nachgeschaut wegen ein paar Runenwörter. Runenwörter, ja. Und für Necromancer, zumindest laut indiablo.de, gibt es nur 2 mit den konservierten Schädeln. Und die brauchen alle irgendwelche High-Level-Runen, die was mir sowieso nicht finden werden in dem Let's Play. Von daher, ohne diesen Schädel verkauft. Ich und muss mit der Ral-Rune haben wir auch geschaut, da gibt es auch nur Runenwörter mit höheren Runen. Mhm. Außer eines haben wir gefunden, mir hat das gerade Tür. Tyral. Oder Tür und Ral, genau. Aber die ist für die Zauberin, oder? Genau, das war für einen Zauberinnenstab, der wird bringen +3 Feuerfähigkeiten, +3 Wärme und so weiter. Die Zauberin, gerade kurz zur Erklärung, hat so A3 Skilltrees, halt wie alle anderen. Und die kann Feuer, Eis und nur irgendeinen anderen Zauber lernen. Was war das andere? Blitz. Glaubt, oder? Ja, genau. Weil Gift, das Element Gift, das hat eigentlich der Necromancer. Genau, da gibt's auch leider keine Dings dagegen. Da ist kein Kraut gewachsen. Da gibt's leider keine Resistenz oder keinen Zauber vom Paladin, der gegen Gift immun wäre. Was macht der Resistenzaura? Macht du die Laie, Feuer, Kälte und Blitz? Genau. Ah, okay. Gibt's eine für Feuer, eine für Kälte und eine für Blitz. Nichts für Gift, aber da gibt's dann diese Tränke, die wir jetzt gekauft haben. Die werden wir dann gegen die Andare verwenden. Genau, da haben wir diese Gegengifte da gekauft gehabt. Elixiere. Das ist einfach so, ich glaube, wenn man vergiftet wird und man nimmt es ein, dann ist man, glaube ich, sofort entgiftet, oder? Ja, man kann es vorher. Man nimmt es vorher ein und das deckt sich dann hoch auf die Dauer. Ich weiß jetzt nicht, wie lang die Dauer von einem ist, aber. Sollte reichen für Andarie. Okay. Und warum wir da wohl damit rechnen, dass Andariel mit Gift attackiert? Also sollte reichen für den Endboss. Man weiß es nicht. Jetzt hast du gespoilert. Nein, das steht in der Questbeschreibung. Ja? Oh. Finden Sie Andariels Lager. Das heißt Lager, ja nicht, dass das sie Andariel heißt. Ja. Eben, das muss ja noch gar nichts bedeuten. Vielleicht haben sie das Gebiet einfach nur so benannt, weil ihnen das Wort gefallen. Andarius Lager. Die kommt auch nur im zweiten Teil vor, im zweiten Diablo. Krass, ich bin fast verreckt. Ja, das sind diese Eisverzauberungen, die so Ultraschaden machen. Also Andarius kommt nur im Diablo 2 vor. Wer kommt da im dritten Teil? Da kommen eigentlich alles andere Bosse vor, bis auf Diablo, glaube ich. Gell? Da kommt kein Mephisto, kein Duriel, kein gar nichts kommt da vor. Ja, spoilert in einer Tour. Nein. Das gibt's ja laut den Büchern Diablos, gibt's ja die Brüder von Diablo. Und die ich glaube, seine Brüder, eben seine drei Brüder sind, oder seine zwei Brüder sind, glaube ich, Mephisto und Baal, oder? Ja, genau. Was Duriel genau ist, weiß ich gar nicht. Einfach so ein. Es ist irgendwas. Ich glaube, das ist ein oder so. Cousin dritten Grades von Diablo. Der Blick stand da durch bei diesen Dämonen. Ja, in Diablo 1 weiß ich gar nicht. Da hat es, glaube ich, nur Diablo gegeben als Endboss. Da hat es gar nichts anderes gegeben. Aber das Spiel war ohnehin brutal schwierig, Diablo 1. Wohl, ein Ding hat es nur gegeben in. Wer ist er denn? Der Skelettkönig, den kennt man normal auch vom Namen her. Ah, der auch im dritten oder? Teil vorkommt. Der auch im dritten Teil vorkommt. Da geht's ja, genau, König Leoric, ja, genau. Der mit der Krone, der sich die dann aufsetzt. Mhm. Das der war vom Dings, vom. Da, von der Demo, das Finale. Vom Diablo 3 Demo? Ja. Der Kampf gegen den. Eine Donnenkeule. So, ja, Entschuldigung, warte. Ich drop in die Identifizierung. Achso, ist eine Keule. Okay. Ich drop sie da trotzdem identifiziert. Ja, vielleicht. Ist ja nett. Für die ein bisschen. Ganz interessant. Knüttel des Adlers. Das ist ein Knüttel. Und da, schau. Ein Knüttel.
ein gelber, richtiger Knüppelbart, dann gib wieder Arno. Knüttel, bitteschön. Schau. 5% abgesaugtes Leben pro Treffer, Wegstoßung, I. Angriffswert, Schaden. War schon ein Feindezermetzgerer. Den lass wieder Arno da. So viele Items. Irgendwie brutal viel gelbe Gegenstände droppen, das wundert mich ein bisschen. Ich meine, es ist glaube ich auch durch Players 8 ist glaube ich die Drop-Chance glaube ich auch ein bisschen höher, weil das. Wie war das? Das Magic Find oder überhaupt einfach die Drop-Chance glaube ich ist erhöht worden, glaube ich, für jeden Mitspieler. Zwar jetzt nicht, was weiß ich, ums Achtfache, aber halt eben ein bisschen was. Okay. Dass man quasi auch so einen Anreiz hat, das zu spielen. Wenn es schon schwerer ist, dass es dann auch sich lohnt. Okay, ist cool. Ich bin übrigens schon wieder voll. Was ich ein bisschen schade finde in Diablo, das habe ich bei Sacred cool gefunden, da hat es so einen Überlebensbonus gegeben. Also wenn man jetzt nie gestorben ist und relativ lange überlebt hat, also zumindest während eines Kampfes, da ist man hochgezählt worden, wenn man irgendwie aktiv irgendwo gekämpft hat. Und je höher dieser Überlebensbonus war, desto höher war auch wieder die Chance, dass man magische Gegenstände und so weiter findet. Das habe ich bei Sacred eigentlich eine gute Idee gefunden, weil sonst lohnt es sich eigentlich ja nicht wirklich am Leben zu bleiben. Ich meine, okay, man verliert halt in späteren Schwierigkeitsgraden keine Erfahrung und nichts, aber ansonsten hat man eigentlich keine Belohnung, wenn man jetzt gut spielt und nie stirbt. Wie war denn das das haben sie beim dritten Teil ganz gut gemacht, dieser Bonus, glaube ich, je länger man im Spiel eingeloggt ist, oder wie war das nochmal, und je mehr Bosse man gekillt hat, hat man quasi einen Magic Find Bonus noch bekommen. Das heißt, wenn man sich ausgeloggt hat, haben sie das wieder reduziert, wenn mich jetzt aber nichts täuscht. Ich glaube, so war das. Das ist vielleicht ähnlich gemacht wie bei Sacred, das habe ich gar nicht gewusst gehabt. Ja. Das haben sie im dritten dann reingebaut. Diese Füchse. Beim das dritten quasi dann zu belohnen. Haben sie relativ viel auch nachgepatcht, haben sie jetzt ja mittlerweile auch die Drop-Chancen, glaube ich, erhöht. Also man findet jetzt eher Gegenstände und seltene Edelsteine und was weiß ich was alles. Den weil Paladin. Das war alles viel zu gering. Haben sie ja bei Diablo 2 habe ich gesehen, bei dem Patch 1.13 eben, da haben sie jetzt die Chance erhöht, dass man höher leveligere Runen findet. Schon vorher? Mhm. Okay. Cool. Weil das war ja auch total selten. Ich glaube, was war die teuerste Rune? War glaube ich die Z-Rune, die war für Level 90 oder irgend sowas. Und der hat eigentlich nichts gemacht, außer glaube ich den Ausrüstungsgegenstand besiegbar machen. Und der hat glaube ich eine Drop-Chance gehabt von, dass die einmal im Jahr, glaube ich, fallen gelassen wird. Bei allen Spielern, die was es damals eben aktiv gespielt gehabt haben. Also irgend so ein abartiger Wert war das. Mhm. Und wahrscheinlich auch nur bei der Gräfin hauptsächlich. Wo halt alle droppen, alle Runen. Ich bilde mir ein, mit der Gräfin hat es irgendeinen Trick gegeben, dass man ihre Runen kriegt, aber den Quest nicht abschließt, sodass man das immer und immer wieder machen kann. Weil ich glaube, die Rune droppt sie ja nur, oder die hundertprozentige Rune droppt sie, glaube ich, nur, wenn man den Quest noch nicht erfüllt hat, oder? Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Okay, ich dachte, die droppt sie immer. Und Akt 4 war auch sehr beliebt zum Farmen. Ich weiß nicht mehr, was der Typ hatte, aber dieser Schmied oder was das war. Der hat doch auch so. Der hat die Edelsteine fallen lassen, glaube ich. Ja, kann sein. Ja, genau, stimmt, ja. Jetzt das geben wir, ja. Beim Ding, beim Akt 4 war sowieso geil. Da hat damals mit einem Kollegen zu Schulzeiten, aber das eben auch gespielt gehabt. Und da waren wir mal im Akt 4 und da hat es eine Karte gegeben, wo er sich mit seinem Barbaren, und ich habe glaube ich eine Zauberin damals gespielt gehabt, hat er sich irgendwie durch Glasscheiben durchwirbeln können. Da war irgendwas mit Glasscheiben und die Karte, die haben wir aber dann nie mehr wieder gefunden. Die haben wir genau einmal gesehen in unserem Leben, diese Glasscheibenkarte. Ansonsten hat es die nie mehr gegeben. Also da waren irgendwie so zerbrochene Kirchengemäuer oder was das waren. Und da waren halt eben nur so die hohen Fensterscheiben drinnen. Und durch die hat man sich irgendwie durchwirbeln können. Okay. Nie mehr wieder ein Deck gehabt, irgendwie total witzig. Oh, und ich bin Level 18, sehe ich gerade. GZ. Das heißt, für mich gibt's jetzt einen neuen Golem. Und
zwar den da, den Blutgolem. Der schaut relativ ekelhaft aus. Und hat, glaube ich, als besondere Fähigkeit das. Wie war das? Wenn er Schaden nimmt, oder wie war das? Na, wenn er Schaden macht, dann krieg ich Leben retour, glaube ich. So war das, ja. Nicht schlecht. Verliere ich Leben, wenn er Schaden nimmt? Das wäre irgendwie dämlich. Also ich weiß noch, im PvP zum Beispiel, da hat man nur den Lehmgolem geskillt, also den, was ich davor gehabt habe, weil der, glaube ich, die meiste Defense und die meisten Leben zusammenkriegt. Also wir werden es ja bei Andariel merken, ob dem so ist. Dumm ist nix, da bin ich schon dran. Okay. Das ist eine Sackgasse. Jetzt haben wir alles aufgedeckt, was irgendwie falsch war. Und was heißt falsch? Wo es nicht weitergeht. Das ist so typisch, ja. Diablo. Das ist immer im letzten Punkt. Was sind wir denn schon? Gefängnis Stufe 3, ja? Ich glaube, da das ist das letzte Gebiet. Ja, da ist es. Da ist noch so ein Boss. Ich hoffe, du hast die Erfahrung mitgenommen. Ich weiß gar nicht, wie groß der Radius ist fürs Erfahrungsteilen. Hast du noch Gegner bei dir? Ja. Ja, ich krieg noch was. Okay. Und da geht's jetzt ins innere Kloster, ja? Da fahren wir im äußeren, jetzt im inneren Kloster. Wegpunkt. Das ist so ziemlich das größte Kloster der Welt. Das hat mich damals schon gewundert. Ich müsste mal ganz kurz zurück und kurz verkaufen. Ja, passt, machen wir noch ein Abstecher im Dorf. Okay. Jetzt kommt ein eher cooles Gebiet mit einigen Bossen. Inneres Kloster, einige Bosse, was war denn da? Na, ich werde es hier gleich sehen. Freue dich. So. Wenn ich mal den Knüttel des Adlers, oder magst du ihn du verkaufen? Den Knüttel. Na, nimm leid, du, passt schon. Mit dem Geld, gell, falls irgendwo mal Geld fehlt, ich kann das schon einfach geben. Konnte mal Geld droppen? Ja, ganz normal. Da kannst du auf den Gold-Button da klicken im Inventar und dann kannst du, glaube ich, auswählen, wie viel du auf den Boden werfen magst. Oder halt im Handelsfenster. Da ich weiß nur noch, dass er gedroppt ist, wenn man gestorben ist, das Geld. Ja, das weiß ich auch noch. War eine gute Einnahmequelle. Also ich hab momentan eh gerade wieder kein Gold, weil ich offscreen beim Gamblen da diese Kettenrüstung da gekauft habe. Die hat noch einmal mehr Defense, mittlerweile eben 74. Boah. Die Bogenschützin hat jetzt bei mir das gekriegt mit 58. Du gehst echt ganz schön ab. Aber ich werde jetzt das, glaube ich, mit dem Fernkämpfer ein bisschen lassen, weil der mehr Rüstung hat als ich. Das kostet so viel Gold. Ja, es ist irgendwie eh sinnlos. Ich bin eigentlich fast nie im Nahkampf. Ich schlage gar nicht zu. Ich schaue nur dir zu und den Beschwörungen. Ihr macht's die ganze Arbeit. Oha, hast du etwa mein Kristallschwert verkauft? Verdammt, das sieht man ja immer, was man da verkauft. Hier werde ich nochmal was schenken. Huch, was ist denn da passiert? Wenn ihr euch fragt, warum ich das Zepter noch behalte, das lasse ich noch, weil das im zweiten Akt dann mehr wert wird zum Verkaufen. Jetzt ist 5000 am Maximale und im zweiten Akt kann ich es dann besser verklopfen. Auf das habe ich jetzt gar nicht geachtet. Was habe ich da mal wieder alles liegen lassen? Brauchst du eine Mana-Erhöhung? In Form eines großen Form Zaubers? Von was? Eines riesen Zaubers? 6 Poison Damage, ja, das nehmen wir einfach mit, ja? Ja? Im Mana komme ich gerade drauf, bringt mir also überhaupt nichts. Ja, ich glaube, nachher, wenn er mal Angriffsfähigkeiten benutzt, so wie Eifer oder sowas, ein Paladin hat am Anfang, glaube ich, nicht viel Leben. Mana. Ja, das stimmt. Also, da braucht man ja wirklich eine Mana-Regeneration. Das habe ich ja immer ein bisschen schade gefunden beim Barbaren. Der war so cool, wenn er auf Level 30 war. Der Wirbelwind, das war einfach meiner Meinung nach eine von meinen Lieblingsattacken, der was meiner Meinung nach immer einfach am geilsten ausschaut. Im Spiel drin und da braucht man aber Mana-Regeneration, damit man die öfters verwenden kann, weil das hat so viel Mana gekostet und beim Barbaren hat man jetzt normal nicht viel in Energie investiert, weil es ja nichts bringt.
hat man dann geschaut, dass man irgendwie auf die Waffen und sowas überall ein bisschen Mana-Leech oben hat, also Mana absaugen. Ja, und in dem kleinen Raum, da gibt es jetzt eben, soweit ich das im Kopf habe, einige Champions und Bosse. Ah, richtig, ja. Stimmt. Jetzt weiß ich es auch wieder. Ich glaube, in meinem Honor, der ist ja immer da, jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie der heißt. Hat der Bonefire geheißen? Also das war so ein Blitzdings, oder? Ja, genau, so Blitz-Skelett-Magier, glaube ich. Ist, oder? Wenn du mit Ding-Skelett-Magier meinst. Der wäre im Aufgang. Ja, ich glaube, es kommt zurück. Wie heißt er denn wirklich? Sehen wir eh gleich. Anna, genau, noch Ascher, so hat er geheißen. Boah. Oh Gott, die Verzauberung macht so einfach den Schaden an mir. Echt übel. Das Halbleben ist einfach weg. Wenn zwei von denen explodieren, dann bin ich tot. Das wird dann halt immer lustig auf deinen nächsten Schwierigkeitsgraden. Platsch. Wenn man instant stirbt und sowas, ja. Ja. Aber oder es wenn gab... sie zwei Verzauberungen haben, Eis und Feuer oder sowas, und man muss in den Nahkampf gehen zum Töten. Mhm. Ja. Das wird noch ein Spaß. Gab's da nicht auch noch so einen besudelten Boss, der Blitzschaden gemacht hat? Oder kommt der zufällig vor? Die besudelten. Da jetzt in dem Gebiet? Mhm. Ich glaube, ist zufällig, ja. Aber eben, ich habe mir eingebildet, dass da eigentlich mehr waren. Jetzt war irgendwie leider er und die paar Champions. In dem Gang warst du schon, ja. Hm. Ich habe mir eingebildet, dass in den Seitengängen mindestens nur einer immer ist. Die haben Angst. Feiglinge. Was machst du mit den Elixieren? Knallelixier und so. Hast du die jemals verwendet? Ganz einmal kurz zum Herzeigen, ja, das Gift-Elixier. Aber ansonsten verkaufe ich die immer, die bringen ja gar nichts. Nein. Die sind so schwach. Aber irgendwie nett, dass es die gibt, halt, dass man auch mit Elixieren quasi kämpfen kann. Aber irgendwie einen gewaltigen Sinn haben sie nicht. Dafür machen sie zu wenig Schaden. Sinnlos, wie du so gern sagst. Und da sie eben auch so nur so eine gewisse Anzahl haben und dann halt irgendwann einfach verbraucht sind. Oh, Champions. Sinnlos und nicht herrlich. Ja, aber echt nicht herrlich. Mächtig nutzlos. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Okay. Der starke Paladin kommt. Oder? Na, jetzt geht's, glaube ich. Der starke Paladin grabbt. Mit deiner Aura geht's dann sowieso. Ja, das war mein Level Up. Level 18. Was hast du jetzt? Hast du jetzt das heilige Schild? Jetzt habe ich nämlich gleich zwei Sachen. Nämlich. Wo war's denn? Wo ist es denn hin? Die Konzentration, die Aura. Ah, geil. Erhöht Schaden. 18. Verringert die Chance, dass ihr Angriff unterbrochen wird. Ja. Fanatismus mit 24? Ne, mit 30 erst. Ich hab gedacht, Konzentration gibt es erst ab 24 eben, ja. Und den gesegneten Hammer, den ich brauche für mein heiliges Schild, das ich dann mit 24 bekomme. Ist es der, was so im Kreis dreht? Ja, genau. Da gibt es ja Hammerdien. Seit Patch 1.10 ja, kann man Hammerdien ja spielen. Der was nur mit dem Hammer arbeitet. Das hat immer so witzig ausgeschaut. Ja. Die rennen dann vor rein und stehen dann einfach gleich behindert da und zaubern halt die kreisenden Hämmer. Das war auch total beliebt bei allen. Mir hat das irgendwie immer besser gefallen, mit dem Schild anzugreifen. Ja, mir hat der Hammer den selber vom Stil her jetzt angefallen, aber er hat witzig ausgeschaut. Ja, 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 auf jeden Fall. Lustig war er. Hast du die Aura schon aktiviert, die neue? Nee. Willst du sie uns vorenthalten? Das was ist ein Stress. Dafür? Ein Stress. So. Ansturm und Angriff auf ein Ziel, das könnte ich auch öfter mal machen. Ah, das war das hier. Genau, war das ein geiler Effekt irgendwie. Na, komm her, Schamane. Schmeck meine Aura. Im PvP auch so witzig, weil da ist der Paladin, glaube ich, unanklickbar, während er so unspeedet und er knockbackt auch immer ganz leicht. Also er wirft immer dann leicht zurück. Mhm. Das war total nervig zum dagegen kämpfen. Da hat man immer beten müssen, dass er irgendwann misst, also dass er nicht trifft und hat man irgendwie reagieren können. Und dann ist halt meistens eingesunken.
Weil ich glaube, im Nahkampf kann das dann, glaube ich, nicht nochmal zünden. Er muss, glaube ich, ein bisschen einen Anlauf haben. Okay, schöne Sackgasse. Das ist irgendwie den einzigen Satz, was ich mir da gemerkt habe, wenn man die Katakomben betreten, das mit der Zauberin, die was da immer sagt, dieser Ort macht mich frösteln. Das ist irgendwie eine berühmte Aussage, ein berühmter Satz, wie ich bin. Wird sogar in Hohn in dem Spiel, was ich immer auch spiele, dieses dänische Spiel, da kommt der Satz auch drin vor als Easter Egg. Okay. Bei einem Held, der was irgendwie auf Eis basierend ist. Und da sagt es dann immer. Also die einzigen Sprüche, die ich noch kenne, sind das bleibt ein Weilchen und hört zu. Ja. Und sowieso. Und das so kalt edler Held. Was die im fünften Akt sagt, die. Wie heißt die? Die da eingesperrt ist in einem Eisgefängnis. Spoiler. Ah, die Anja oder wie die heißt, oder? An da irgendwas so, ja. Was sagt die? So kalt edler Held. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr warum, aber das war lange Insider von Gilde und mir. Aber sonst bin ich da komplett. Vielleicht ist auch schon einfach zu lang her. Oh, ein Zombie-Kopf. Da kann euch der Simon besser helfen. Mit dem Wissen vom Spiel? Ja. Oh ja. Das. Wirklich zu lange gespielt und zu intensiv gespielt. Bei mir ist es so, ich vergesse das dann irgendwie in einer Zeit. Wenn es nicht ultra einbrennend ist. Das Oberwahnsinnige ist, ich hab den CD-Code von Diablo 2 Classic, mein eigenen, habe ich irgendwann auswendig gewusst, weil ich das Spiel so oft neu installieren habe müssen oder dürfen habe. Und auch bei anderen Leuten, weil bei LAN-Partys. Oh Gott. Hüste. halt auch CD-Codes da rausgraben haben müssen. Und irgendwann habe ich den einfach auswendig gewusst. Und sogar vor, glaube ich, 6 Jahren habe ich nämlich mein Diablo 2 Classic-CD nicht mehr gefunden gehabt. Und wollte es aber beim Blizzard Store dann eben nur registrieren, damit es mal irgendwann, wenn es wieder mal reizt, runterladen kann. Und mir ist dann da sogar der Code nachher noch eingefallen, nachdem ich da eben schon eine Pause gemacht habe von, was weiß ich, 4, 5 Jahren mit dem Spiel. Und hab den dann aus den hintersten Action meines Kopfes rausgekramt, dass ich das legal da alles da registrieren hab können. Also das ist richtig krank. Das ist wirklich mega krank, ja. Aber jetzt, wieder ein paar Jahre später, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Jetzt weiß ich nur die ersten 8 und die letzten 4 weiß ich noch. Wie riesig war denn der Key? Eben nicht so lang, der hat 16 Stellen eben like gehabt. Ja, eh nur. Und die ersten 8 und die letzten 4, die weiß ich glaube ich nur, aber die dritten 4, die weiß ich nicht mehr, die habe ich vergessen. Wie kannst du nur? Schande über mich. Schande über dich. Ja, das ist wirklich krank. Sehr krank, ja. Das ist aber das einzige Spiel, wo das so war. Ja. Dabei von sämtlichen Spielen, was ich je gehabt habe, von den CD-Codes aus meinem Kopf rauskramen. Das ist meine Begabung, mein Naturell. CD-Codes merken. Hey! Da habe ich schon bei einigen Firmen beworben. Mit diesem Talent. Auf was ich gerade gar nicht schaue, es dürften nämlich neue, wie heißen das, Schärpen und sowas geben. Und Gürtel. Ja, ich habe einen aufgehoben davor, irgendeinen leichten Gürtel habe ich jetzt. Ja. So, noch nicht identifiziert, aber aufgehoben. Da links ist der Weg nach Level 3, da habe ich jetzt schon einmal ein TP gemacht. Ja. Gut gesehen. Es gibt aber da noch einen Wegpunkt in der Etage. Die Zeit ist übrigens aus. Das heißt, wir müssen den Wegpunkt trennen oder gleich pausieren. Passieren wir gleich. Jetzt hört man nur diese Gegner. Mhm. Ich muss eh nicht mehr ins Dorf zurück, ich hab schon wieder volles Inventar. Passt mal gut. Was macht der denn die ganze Zeit? So. Irgendwo wird noch gemetzelt. Beschworen. Deine Jungs haben noch irgendwen erwischt. Ja. Okay. Danke, wenn ein ruhiges Gebiet. So. Na passt. Na dann, lieben vielen Dank fürs Zuschauen.
Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann schon ans Ende geht. Endboss von Akt, vom ersten Akt. Erwartet ja. uns im nächsten Part. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen, das dass du auch. Wieder mit dabei warst, Simon. Ja, danke auch. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Baba.